haben. Wir sind kein verlässlicher Partner mehr. Deutschland war weltweit noch nie so unbeliebt. Vor allen Dingen im Euroraum nicht. Die Franzosen mögen uns nicht, die Polen mögen uns nicht, die Ukrainer auch nicht, die Russen nicht mehr, die Chinesen nicht mehr, die US-Amerikaner nicht mehr. Das ist das Resultat einer unseriösen Außenpolitik von Annalenchen Baerbock, die, gelinde gesagt, überhaupt gar keine Ahnung hat von Außenpolitik. Ich wollte gerne wissen, warum der Regierung auf Russland nicht mal als Praktikantin Annalena. Ich wollte Ihnen einfach nur sagen, Annalena Baerbock. Ja, das wollen Sie mir sagen, aber ich wüsste gerne von Ihnen, warum Sie auf Russland genommen werden. Frau Weidel, ich möchte heute mit Ihnen über das Wahlkampfthema Krieg und Frieden, über Außenpolitik sprechen. Björn Höcke hat gesagt, falls er Kanzler werden würde, würde er als erstes nach Moskau fahren. Sie auch? Wer ist der wichtigste Bündnispartner Deutschlands in Ihren Augen? Also zunächst einmal ist es wichtig, Frieden zu stiften in der Welt, allen voran in der Ukraine. Und das entscheiden nur Washington und Moskau. Dementsprechend würden meine beiden ersten Reisen in diese beiden Städte führen, denn wir brauchen Frieden in der Ukraine und das kann man nur erreichen mit den USA und mit Russland zusammen. Welche Position hat denn in Ihren Augen da die Ukraine? Sollte die Ukraine nicht in der Ukraine? Ich glaube, dass die Ukraine weitestgehend die Entscheidung aus der Hand gelegt hat. Das wird in Washington tatsächlich entschieden und in Moskau. Man muss sich dort einigen, natürlich auch die Interessen der Ukraine und auch Russland vertreten. Und was in der Diskussion meistens vergessen wird und ausgelassen wird, ist, dass auch die ukrainische Bevölkerung endlich einen Frieden haben will. Und wir müssen das sinnlose Sterben beenden. Denn in der Geschichte war es immer so, dass am Ende eines Krieges ein Frieden steht. Darum, so schnell wie möglich diesen Krieg zu beenden und nicht noch die Eskalationsspirale weiterdrehen, wie das Friedrich Merz tut mit der Androhung der Taurus-Raketenlieferung. Das würde Deutschland direkt zur Kriegspartei machen und uns einer unmittelbaren Gefahr aussetzen, sodass die erste Rakete aus Russland nicht nach Kiew fliegt, sondern nach Berlin. Darum muss man den Kriegskanzler Friedrich Merz unbedingt verhindern. Frau Weidel, Frieden wollen alle. Die Frage ist ja, wie man zu Frieden kommt. Sie zum Beispiel sprechen tatsächlich davon, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gestartet hat. Und trotzdem wollen Sie der Ukraine Finanzhilfen und Waffenlieferungen versagen. Das würde ja bedeuten, dass Russland mit seinem Angriffskrieg am Ende Erfolg hat. Wir würden nicht nur Waffen und finanzielle Hilfe versagen, sondern vor allem deutsche Soldaten. Friedrich Merz von der CDU will genau das Gegenteil, aber damit beenden sie keinen Krieg. Das heißt, Friedrich die Ukraine hat nie gesagt, Russland dass er deutsche müssen Soldaten in Friedensverhandlungen. Friedrich Merz hat nicht gesagt, dass er deutsche Soldaten. Aber das würde die Lieferung von Taurus bedeuten. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich möchte gerade erklären, was das bedeutet. Friedrich Merz, ich möchte es Ihnen erklären, weil es falsch ist, was Sie sagen. Friedrich Merz fordert die Lieferung von Taurus, einer deutschen Mittelstreckenrakete, an die Ukraine. Taurus erreicht Moskau, das wäre die rote Linie für Putin. Und Taurus kann nicht bedient werden von irgendwelchen Ukrainern. Taurus wird bedient von deutschen Soldaten. Das heißt, deutsche Soldaten müssten zur Ertüchtigung von Taurus in die Ukraine geschickt werden. Und das ist die rote Linie. Und lassen Sie mich noch eins sagen. Das ist unseriöse Außenpolitik von Seiten der CDU, die die Kriegsgefahr für Deutschland absolut drastisch erhöhen würde und für ganz Europa. Lassen Sie uns diesen schrecklichen Krieg endlich beenden. Und darum muss man auch die Alternative für Deutschland wählen, um das Schlimmste zu verhindern. Frau Weidel, ich sehe, Sie sind schon voll im Wahlkampfmodus. Friedrich Merz hat noch nie deutsche Soldaten in die Ukraine schicken wollen. Das kann ich, glaube ich, an dieser... Taurus würde das bedeuten. Ich habe es gerade erklärt. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Ich wüsste gerne von Ihnen... Ja, ein Friedrich Merz hat es natürlich indirekt gefordert, wenn er mit der Taurus-Lieferung droht. Ich meine, hier gibt es ja immer so unterschiedliche Blickpunkte drauf. Ich habe auch Militärexperten gehört, die es gesagt haben, dass das natürlich unter deutscher Ertüchtigung nur funktioniert, ansonsten halt nicht. Und die nächste Sache ist natürlich, dass auch eine CDU gegebenenfalls mit den Grünen koalieren wird und eine Frau Baerbock möchte ja gegebenenfalls Friedenstruppen in die Ukraine senden, also dann deutsche Friedenstruppen hinsenden, also auch da wären ja deutsche Soldaten involviert. Sie versetzen ja auf Russland als einen verlässlichen... Sie sagen es nochmal falsch, Frau Zimmermann. Ich muss auf die Richtigkeit bestehen. Sie haben es nochmal falsch gesagt. Sie müssen sich in die Materie einlesen. Taurus
kann nur bedient und abgeschossen werden mit deutschen Soldaten. Das heißt, die Forderung von Friedrich Merz würde eine unmittelbare Stationierung von deutschen Soldaten in der Ukraine bedeuten. Frau Weidel, genau das fordert Frau Weidel, Sie wissen, dass auch ukrainische Soldaten daran trainiert werden könnten, an diesen Geräten und schon lange hätten trainiert werden können, wenn das möglich ist. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal sagen, Sie setzen ja auf Moskau als verlässlichen Partner. Wir haben im Beitrag gesehen, es gibt einige AfD-Abgeordnete, die den Kontakt zu Russland immer wieder suchen. Warum glauben Sie, dass Russland ein verlässlicher Partner sein und werden könnte? Wir setzen nicht nur auf Moskau allein, allen voran auf Washington. Ich suche den Kontakt zu Washington. Sie wissen aus der unsäglichen Hetze gegen den Präsidenten Trump, auch der deutschen Mainstream-Medien, dass ich mich für Donald Trump eingesetzt habe, der jetzt nun designierter Präsident der Vereinigten Staaten ist. Und ich bemühe mich, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ja, Steinmeier ist ja das beste Beispiel dafür, wie man zunächst einmal gegen einen Donald Trump hetzt und dann aber hinterher sich dann wieder hinstellt und mit lächelndem Gesicht die Hand ausstreckt. Ja, da wird natürlich die Frage sein, bei einem unwichtigen Menschen wie Steinmeier wird es einem Donald Trump relativ egal sein, aber wenn natürlich jemand von den Grünen oder so, ne, eine Annalena Baerbock oder so entsprechend zu Besuch kommt, dann könnte das Ganze schon anders aussehen. Dann könnten die Gemüter deutlich kühler sein als hier bei dem Empfang zwischen einem Donald Trump und dem unwichtigen Menschen Steinmeier. Das muss ich Ihnen ganz offen sagen, weil ich halte ihn für einen wichtigen Partner für Deutschland, den die Vorgängerregierung absolut verprellt haben. Wir sind kein verlässlicher Partner mehr. Deutschland war weltweit noch nie so unbeliebt, vor allen Dingen im Euroraum nicht. Die Franzosen mögen uns nicht, die Polen mögen uns nicht, die Ukrainer auch nicht, die Russen nicht mehr, die Chinesen nicht mehr, die US-Amerikaner nicht mehr. Das ist das Resultat einer unseriösen Außenpolitik von Annalenchen Baerbock, die, gelinde gesagt, überhaupt gar keine Ahnung hat von Außenpolitik. Ich wollte gerne wissen, warum der Regierung auf Russland oder nicht setzen. Mal als Praktikant. Annalena, ich wollte Ihnen einfach nur sagen, Annalena Baerbock. Ja, das wollen Sie mir sagen, aber ich wüsste gerne von Ihnen, warum Sie auf Russland genommen setzen. Werden. Und darum ist es, das habe ich Ihnen gerade, ich habe Ihnen gesagt, dass wir auf alle Partner setzen müssen. Deutschland steht aber völlig isoliert da. Und das haben Sie allein da gesehen, dass bei dem Besuch von Trump mit Zelensky und Macron die Deutschen gar nicht mehr am Tisch gesessen haben. Ich würde gerne noch mal kommen auf die Frage der Verteidigungspolitik auch. Sie haben in Ihrem Parteiprogramm stehen, dass die Wehrpflicht eingeführt werden soll. Jetzt im Leitantrag für das Wahlprogramm steht das nicht mehr drin. Warum konnten Sie Ihre Position, die ja für die Wehrpflicht ist, da nicht durchsetzen? Der Leitantrag ist noch nicht abgestimmt. Das Programm wird auf dem Bundesparteitag entschieden. Ich kann meine Kollegen sehr gut verstehen, die Wehrpflicht herausgestrichen haben. Es geht die Angst um die ganz großen Bedenken, dass bei einer Wiedereinführung der Wehrpflicht unschuldige deutsche Soldaten nach Russland in die Ukraine geschickt würden. Und das ist die Angst und das sind die Bedenken dabei, die Wehrpflicht einzuführen. Nichtsdestotrotz muss die Bundeswehr ertüchtigt werden für die Landesverteidigung. Und dementsprechend werde ich auch dem Änderungsantrag zur Wiedereinführung der Wehrpflicht im Januar zustimmen. Denn man muss hier an der Stelle differenzieren. Aber letztendlich wird das der Bundesparteitag abstimmen, bei vollem Verständnis für meine Kollegen, die irgendwo auch in ihrer Position Recht haben. Der letzte Punkt, Frau Weidel, bitte sehr kurz. Sie fordern einen Dexit. Ihr ehemaliger Arbeitgeber, die Bank Goldman Sachs, hat berechnet, dass der Brexit die Briten 5,6% ihres Bruttoinlandsprodukts gekostet hat. Wie können Sie die Forderung nach dem Dexit damit zusammenbringen? Bitte kurz. Es kommt auf den Zeitraum an, der dort in Betracht gezogen wurde bei den Berechnungen. Wir konnten keinen Verlust im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in den... ich habe Sie nur schlecht verstanden. Entschuldigung, was war Ihre Frage? Meine Frage war, wie Sie den Brexit vertreten wollen. Es ging um eine Berechnung von Goldman Sachs dazu, aber nur noch 15% der Briten sind inzwischen der Ansicht, dass der Brexit eine gute Idee war. Ich muss leider an dieser Stelle beenden das Gespräch, Frau Weidel. Sicherlich haben wir demnächst noch mal eine Gelegenheit dazu. Ja, typisch lineares Fernsehen. Deswegen hat das lineare Fernsehen, vor allen Dingen natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, keine Zukunft mehr, wenn man hier noch nicht einmal jemanden die Antwort ausführen lässt, sondern dann sagt, oh, nee, jetzt ist auf einmal keine Zeit mehr, wir müssen abbrechen. Berlin Direkt ist auch ein Format, das geht 30 Minuten lang. Ja, da kann man doch wohl auch eine Minute länger oder weniger entbehren. Aber gut, das müssen die Öffentlich-Rechtlichen letztendlich selber wissen. Was man hier sagen muss, ist es natürlich so, dass
die Briten massive Konsequenzen wirtschaftlicher Natur nach einem solchen Ausstieg aus der EU erfahren haben. Denn es war ja nicht, wie von den Briten gewollt, ein Soft-Brexit, sondern letztendlich ein Hard-Brexit. Und die entsprechenden Wirtschaftsbarrieren hat man hochgefahren. Ja, was die EU, nicht die EU, die AfD ja will, ist eben kein harter Dexit, sondern ein weicher Dexit. Und ich glaube, auch wenn Deutschland das Ganze machen würde, dann wäre die EU sowieso nahezu am Ende. Und wie gesagt, die Position der AfD ist auch nicht, dass man direkt aussteigt aus der EU, direkt den Dexit macht, sondern man will ja auch erstmal versuchen, eine Reform zu erwirken. Ja, und wenn das halt nicht möglich ist, dann will man aussteigen. Und man will auch das zur Abstimmung geben in Deutschland per Volksentscheid. Ist auch nicht so, dass sich die AfD dort einfach über die Bürger hinwegsetzen würde, beziehungsweise das einfach entgegen dem Bürgerwillen gegebenenfalls machen würde im Bundestag. Nein, man möchte es per Volksentscheid machen. Das Volk kann dann bestimmen, wie es weitergehen soll. So, das ist ganz wichtig an dieser Stelle mal zu erwähnen. Und da muss man ja auch sagen, natürlich ist es so, wenn man aus einer Wirtschaftsunion aussteigt, dass da natürlich unmittelbar, weil natürlich die neuen Handelsbeziehungen noch nicht so tief sind und die neuen Handelsabkommen noch nicht so tief sind, wie notwendig, dass man am Anfang Einschnitte hat. Dass es natürlich erstmal Konsequenzen gibt. Aber wenn man das Ganze langfristig betrachtet, und das ist ja auch die Aussage von einer Alice Weidel, dann muss man das langfristig einfach mal evaluieren, ob das sich gelohnt hat oder nicht. Und man muss es eventuell auch mal dahingehend evaluieren. Es gibt ja auch noch Faktoren, die nicht unbedingt direkt wirtschaftlicher Natur sind, die ja auch für einen Ausstieg aus der EU sprechen. Bei Deutschland sind es ja zum Beispiel die Milliarden an Steuergeldern, die wir zur EU gehen, aber die dort für nichts Positives für Deutschland verwendet werden. Also wir sind ja massiver Nettobeitragszahler. 25 Milliarden waren es, glaube ich, wieder. Ja? Und dann sind es natürlich die ganzen Verordnungen, die man einhalten muss, die natürlich auch einerseits die Industrie, die Wirtschaft mit Bürokratie belastet und andererseits natürlich auch dafür sorgt, dass gewisse Güter nicht mehr in dem Maße produziert werden, wie es gegebenenfalls nötig wäre für Deutschland und für den deutschen Binnenmarkt. Ja? Stichwort Verbrennermotoren und die Euro 6 Norm. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dann und ciao. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.